Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem Podcast hier auf PauTV. Heute haben wir zwei Gäste bei uns, und zwar den Oliver und den Christian. Erstmal schön, dass ihr beide da seid und hier bei unserem kleinen Format hier mitmachen wollt. Ja, ihr beiden, ihr seid ja von Schlau und werdet jetzt eigentlich im Zuge unserer Akzeptanzreihe zu uns ans PSG gekommen und hättet bei uns einen Workshop veranstaltet. Aber da hat uns jetzt ja Corona leider eben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber nichtsdestotrotz wird ja alles noch nachgeholt. Und wir hoffen natürlich, dass es dann eben auch möglichst bald in Real Life stattfinden kann. Im Moment beschränken wir uns dann eben einfach mal auf diesen Podcast. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, ist ja auch mal eine schöne Erfahrung. Und ja, ich würde sagen, für den Anfang habe ich dann jetzt auch erstmal genug geredet und ich würde das Wort dann gleich mal an euch beide übergeben. Und zwar könnt ihr euch ja einfach mal ganz kurz vorstellen und uns mal erzählen, was denn eigentlich Schlau überhaupt ist. Okay, ich fange einfach mal eiskalt an. Mein Name ist Oliver. Ich bin Student für Mathematik und Informatik Lehramt an der TU Kaiserslautern und gleichzeitig auch noch tätig im Verein Lauter Jungs und Mädels e.V. Das ist ein Verein in Kaiserslautern und der sich für die Belange von queeren Menschen, also Menschen, die homosexuell, bisexuell, transsexuell und so weiter sind, in der Westpfalz einsetzt. Also unser Ziel ist es, dass es eine gewisse Sichtbarkeit für queere Menschen gibt. Und ich mache das jetzt mit dem Verein schon seit 4 Jahren. Und zu der Vereinsarbeit unter anderem dazu gehört auch, dass wir halt auch schlau machen. Das ist dieses Aufklärungsprojekt, zu dem euch der Christian wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erzählen wird. Genau, ich bin der Christian, ich bin 32 und bin Lehrer an einem Gymnasium und bin jetzt seit knapp einem Jahr dabei bei Schlau und habe auch schon früher davon gehört, aber ich wollte aktiv auch da gerne mit dran teilhaben und habe erst bis vor kurzem nicht die Chance gehabt, beziehungsweise es war ein bisschen mein Leben so runter und drüber gegangen und jetzt bin ich endlich bei Schlau, weil ich möchte an Schulen gehen und die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam machen, was es alles an Vielfalt gibt, von sexueller Hinsicht, von Identitätshinsicht oder auch generell von Eigenarten von Menschen, die alles völlig normal sind und eigentlich in der heutigen Gesellschaft so etwas akzeptiert werden sollte und toleriert werden sollte, weil jeder Mensch ist ein Mensch und egal was er tut oder macht, er ist immer noch genauso viel wert wie andere. Genau, und darum dreht sich eigentlich auch so ein Schlau-Workshop. Wir kommen an Schulen und machen dann 2, 3 Schulstunden mit euch einen Workshop und dann würden wir auch Themen behandeln zur Sexualität. Was es bedeutet Transsexualität, was bedeutet Homosexualität, Intersexualität und gehen mal auf die einzelnen Punkte ein. Wie fühlen sich so Menschen? Wie können die in der Gesellschaft leben? Wie wird es anerkannt von der Gesellschaft? Welche Problematiken gibt es dabei? Wie fühlt man sich in der Schule zum Beispiel als Betroffener? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Freunden um? Wie erzähle ich es meinen Eltern? Und so auch so eine Story von uns selbst, weil wir alle irgendwie betroffen sind davon, kriegt ihr in so einem Schlau-Workshop mit. Genau, zu dieser Sexualaufklärung gehört aber dazu, dass wir nicht über Sex selbst reden und nicht über die Sexualität selbst. Der Grund, warum wir diese Workshops nämlich auch machen, ist, weil das Thema Homosexualität und so weiter immer sehr im Lichte vor dem Thema Sex steht. Und das ist einfach ungerecht, weil wir Leute, die homosexuell sind, wir haben mehr zu tun, als den ganzen Tag nur Sex zu haben, sondern wir haben auch ein Leben außerhalb unserer Privatsphäre, die eigentlich niemandem was angeht. Und ich finde oder ich merke, dass da immer so ein relativ seltsames Licht in der Öffentlichkeit drauf geworfen wird, weil Leute immer denken, okay, die sind anders und worin unterscheiden die sich in erster Linie? Ach ja, weil die statt Frauen Männer lieben oder sowas. Und in meiner Schulzeit war es so, dass dieses Bild mir sehr stark vermittelt wurde durch mein Umfeld und durch die Medien. Und es hätte mir in meiner Schulzeit sehr viel geholfen, wenn ich mal jemanden hätte sagen hören, dass Homosexualität vielleicht auch einfach nur bedeutet, dass man ein Spießer sein kann, der seine Gartenzwerge jeden Sonntag putzt und Rasen mäht und einfach nur anstatt mit einer Frau mit einem Mann zusammenlebt. Das sind so Dinge, die sind eigentlich selbstverständlich, wenn man sie hört, aber wenn man es nicht wirklich gesagt bekommt,
ist das Neuland für jemanden und man versteht das nicht unbedingt. Und deswegen gibt es diese Schlau-Workshops.